Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner und es geht weiter mit FIFA 14 Manager-Modus. Wir haben immer noch Bayern für Leverkusen und ich möchte ganz kurz was zeigen. Und zwar haben wir den Fehler gemacht beim Scouten, bei den Aufträgen, dass wir hier das machen müssen. Und zwar, wenn wir einen guten Spieler wollen, Stammspielerqualität. Das heißt, der scoutet nach jemandem, der wirklich für uns was wäre. Nicht nach irgendwelchen allen möglichen rechten Verteidigern oder linken Verteidigern. Und ja, das gleiche habe ich beim linken Verteidiger auch gemacht. Weil nur mit 90 Spielern, die wo alle nichts können, da kann ich nichts mit anfangen. So ist es einfach. Wir machen weiter in der Simulation und werden gegen Malaga auch simulieren. Habe ich bereits schon gesagt, glaube ich, im letzten Part. So, heute folgen mehr Parts. Ich weiß ja nicht, welcher Tag heute bei euch ist. Bei mir ist der 28.09. Im Moment 7:35 Uhr und ich pfeife nachher in zwei Spiele. Deswegen bin ich schon off. So, Liga-Ziel. Ja, wir werden sonst in der Liga messen und wir haben Böhnisch. Den kenne ich gar nicht. Wer ist Böhnisch? Auf jeden Fall hat er sich jetzt verletzt. Ah, scheiße. Stammlinker Verteidiger. Boah, unser Ersatz hat so viel, das gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, ob Hilbert auch links spielen kann. Werden wir ja dann sehen. So, mit dem ganzen Auswechselgedöns, das pisst mich so ein bisschen an, und zwar, dass immer wieder so hängt und so, und keine Ahnung, hey. Wir werden versuchen, jetzt unser Budget zu erhöhen. Wir werden eine Erhöhung beantragen. Budget hat mich mein Kumpel darauf hingewiesen, dass das ganze Budget heißt und nicht Budget. Ich so dann sag, ne, Champions Cup und dann mach mal Halbfinale. Und es wäre nett, wenn sie uns 10 Millionen mehr geben würden. Schauen wir mal, wie viel sie uns geben wollen. Vielleicht bringt ja doch ein bisschen was raus, oder? So, und wird jetzt mal schön simuliert. So, schön. 1-0 gewonnen gegen Malaga auswärts. Das beweist ja schon, dass wir nicht nur Europa League fähig wären. Abgelehnt. Ach ja, die kennen uns ja nicht so. Nicht so richtig. Ist ja. Naja. Wer? Fabio. Okay. Unsere Scouts haben uns ja immer noch keine neuen gebracht. Ich habe jetzt die Aufträge geändert, aber ein paar neue haben sie nicht gebracht. Vielleicht ist jetzt mal was dabei. Fabio. Der Typ sagt mir gar nichts. Ja, mein Wecker klingelt jetzt, ey, das gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir den holen soll. Das lohnt sich, glaub nicht. Da lohnt sich's ja, den zu holen. 4,1 Mille wert. Ich kann nicht so viel ausgeben, das ist das Problem. You know what I mean? Ja, jetzt komm, hat. Zurück. Nochmal zurück. Und weiter. Wir haben gleich unser letztes Freundschaftsspiel. Dann geht's schon los mit der Liga. Oh je, meine. Das wird bestimmt die Hölle in der Liga. Wird erstmal schwierig, da reinzufinden. Brasilien abgegrast. Das hört sich immer so schön brutal an. Also Brasilien und Frankreich sind anscheinend ausgesucht. Aber in England hat er 8 neue gefunden. Die linke oder rechte Verteidiger sind und was für uns wären, ha, kurz.
Sohn des Gottes ihn. Dann der wurde schon gescoutet. Alter, komm. Der Typ ist doch Babo, Alter. Der Typ hat's voll drauf. So, ich mach genauso viel, dass wir noch 10 Euro haben. An Transferbudget. Wenn wir den haben, dann haben wir wirklich kein Problem mehr. Der ist auch ziemlich gut, das hat man ja jetzt gesehen. Der hat auf jeden Fall eine Bewertung von mindestens 80 bis zu 83 oder so. So, dann simulieren wir mal das nächste Spiel. So, dann machen wir mal was wie Note 10 und dann machen wir zack und dann gewinnen wir 4-1. Das ist schön. Also alles unserer Freundschaftsspiele, jedes unserer Freundschaftsspiele haben wir gewonnen in der Vorbereitungsphase. Das heißt, unsere Spieler sind auch in guter Form. Scout, inakzeptabel, Postkonferenz, inakzeptabel. Was? José Enrique? Ihr kriegt mal 5. Weil letztes Mal haben sie auch umgesponnen, ein Angebot von keine Ahnung wie viel hochgemacht, dann habe ich trotzdem noch unten drunter geboten und trotzdem haben sie akzeptiert. Also laufen Verhandlungen, man willigt nicht direkt ein, wenn einer Forderungen verlangt. Oder Forderungen stellt. Sorry. Also wir werden dann im Winter, wenn wir, dann haben wir dieses zusätzliche Budget beantragen. Abgelehnt. Der ist zu wertvoll. Ja, kann man nichts machen. So, Gonzalo Castro, ich bin ganz so alt bin, aber einsatzbereit. Okay. Wir werden trotzdem gegen Freiburg ohne ihn spielen. Liverpool hat akzeptiert, was sag ich? Also dann holen wir uns doch mal unseren nächsten linken Verteidiger. Also, er kriegt 20% dafür, dass er nur 71 kriegt. Na, dann schauen wir mal. Wahrscheinlich sagt er ja, nö, kein Bock. Für so wenig Kohle komme ich nicht drüber. Aber jetzt haben wir den Vorteil, wir können unser Budget. Na, sag da was. Wir können unser Budget ein bisschen runterpumpen auf 5. So dass wir am Ende noch ein bisschen Kohle übrig haben. Ach ja, Leute, ich werde euch beim nächsten Video vorstellen, wie viel man bekommt. In der Bundesliga, wenn man Erster wird, in der Champions League, wenn man sie gewinnt insgesamt und wenn man die für Pokal gewinnt. Da hat sich nämlich was verändert gegenüber letztem Jahr. So, wir haben Terdiak auf der Bank. Der ist doch eigentlich gut, oder nicht? 75. Naja. So, probieren wir es mal. Die sind alle einigermaßen gut drauf. In Form und wir werden mal versuchen, Freiburg richtig fertig zu machen hier. Und nach der ersten Halbzeit wird dann schon diese Aufnahme beendet. Oh, Elfmeter, Torwart. Komm her, komm her. Schon muss wissen, wer der Babo ist. Papa, was? Zur Hölle. Es gibt nicht. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich habe vergessen, die Kommentatoren auszuschalten. Hier sind wir in der Bundesliga. Ja, am Mikrofon Manni Volkmann und Frank Buschmann. Die Heu. So, genau. Wir werden jetzt Audio erstmal aus. Machen. Ich nix mal Kommentator, du weißt.
So, wir legen los. Wir haben Ball und damit ist die Bundesliga-Saison 2013. Ich muss hier ein bisschen leiser stellen. Das ist ziemlich laut. So. Ach was? Ist der da?
und da ist er, schreibt ein. So, dann beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich mal beim zweiten Headset wieder. Bis dann. Euer Bonnetman. Bonnetman. Ich spiele sehr oft. Bis dann. Ciao.